Badowiger Kinder 1975. Ich komme ursprünglich aus Badowig bei Lüneburg. Unser Dorf besteht aus dem alten Dorfkern, wo all die Bauern ihre Höfe haben und auch die sogenannten kleinen Geschäftsstraßen sind. Und ich wohnte in der großen Siedlung hinter dem Bahnhof. Ich wohnte im Rappocher Weg. Wir Kinder, die alle hinterm Bahnhof wohnten, wurden von den Dorfkindern unglaublich gemobbt und herablassend behandelt. Die glaubten wirklich, sie seien etwas Besseres. Ein Gespräch zwischen zwei Schulkindern. Thomas wohnt im alten Dorf und sagt zu Johanna, die hinterm Bahnhof wohnt, »Johanna, ich lass dich nicht mit uns im Freibad schwimmen. Durch euren Bahnhofsflair wird das Wasser verseucht.« Johanna mit einem verblüfften Gesichtsausdruck, »Was? Thomas, das ist doch totaler Quatsch. Unser Bahnhofsflair hat doch nichts mit dem Freibadwasser zu tun.« Thomas, selbstbewusst, »Oh ja, Johanna, das hat es wohl. Ihr seid hinter dem Bahnhof und wir im Dorfkern. Das ist einfach eine völlig andere Welt.« Johanna, etwas genervt, »Thomas, du bist wirklich seltsam. Wir leben alle in demselben Dorf, nur eben an verschiedenen Stellen. Das macht uns nicht besser oder schlechter als die anderen.« Thomas, überheblich, »Naja, aber ihr habt doch sogar vor dem Bahnhof diese paar dreistöckigen Hochhäuser und so viele Leute, die da ständig rein und raus gehen. Na gut, ihr habt auch viele schöne Protzvillen. Trotzdem, das kann nicht gut sein für das Wasser im Freibad.« Johanna, entschieden, »Das ist absoluter Unsinn. Unsere Siedlung ist genauso sauber wie der Rest des Dorfes. Und wir haben genauso viel Recht darauf, im Freibad zu schwimmen wie ihr.« Thomas, etwas kleinlaut, »Na gut, vielleicht hast du recht. Es ist nur, dass meine Eltern immer so darüber reden, als ob euer Teil des Dorfes irgendwie minderwertig wäre.« Johanna, verständnisvoll, »Ich verstehe, dass du das von deinen Eltern hörst, aber das bedeutet nicht, dass es stimmt. Wir sollten alle zusammenhalten und uns nicht wegen solcher Vorurteile voneinander distanzieren.« Thomas, nachdenklich, »Du hast recht, Johanna. Es ist wichtig, Vorurteile zu überwinden und Menschen nicht aufgrund ihres Wohnorts zu beurteilen.« Johanna lächelt, »Genau. Also, wie wäre es, wenn wir zusammen ins Freibad gehen und einfach Spaß haben, ohne uns Gedanken über Bahnhofsflair oder Dorfkernstatus zu machen?« Thomas, grinsend, »Klingt nach einer großartigen Idee, Johanna. Lass uns das tun und zeigen, dass wir alle gleich sind, egal wo wir wohnen.« Johanna, freudig, »Das finde ich super. Dann freue ich mich schon auf einen tollen Tag mit dir im Freibad, Thomas.«